Oder seine Facecam, Digga, das regt so auf, ne? Immer komplett Ja. rechts, Alter. Was macht der da? Scheiße, Der ey. will mit dem Pokal flexen vielleicht. Ja, aber dann soll er mal wenigstens da eine LED hinten aufstellen, Alter. Als ob die Miete nicht gezahlt wurde. Strom, was ist das denn, ey? Guck dir das mal an. Boah, wieder 1-0, Digga, direkt. Einer meint, er ist mit seinem Vater im Discord? Keine Ahnung. Die ganze Zeit. Ich hoffe, anders macht der Illegella Classic. Also irgendwie, ja. Mustafa Tömek mit 17 Euro. Bin Musti MK von gestern WL. Feier deine Videos, habt ihr nebenbei angeschaut, wo ich gestern gegen dich gespielt habe. Boah, der Gegner geht raus, glaube ich, Alter. 2-0, Pause, right, good. Ja, geht weiter. Kampf vor Zetter! Vor Zetter, Kaputter! Junge, ist das eine Sprache, Alter. Komm, was sagt er immer? Ich hab's vergessen. Achso, er sagt komm nu. Komm nu. Komm nu, Akko. Dangada, dangada. Komm nu. Eukalypto Flo, danke für deinen Prime Sub. Chat, sollen wir die Spiele gucken, die letzten zwei von dem? Anders kennt das Gefühl. Ob der das schafft? Ja, einmal Auge machen bei 29-0. Ah, geil. Warum sollte der Mann ragen? Ich spiele anders FIFA, sein Team seit 2015. Ich weiß, dass er schon in FIFA 19 war er schon in der Top 100. Und das heißt, er war mit 12 Jahren in der Top 100. Ja, also, aber erst Richtung Ende, da war er immer Erster. Und dann dachte ich mir, da haben wir auch schon die Bilder von ihm angeguckt und meinten so, der wurde Erster. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Also er ist, ja. Der hat letztes Game? Noch nicht. Wie viele, was ist denn gerade bei ihm? Der hat es das 29. Boah. Wie viele Minuten? 20. dafür, 3-0. Und jetzt 4-0, ja. Gegner, geh doch mal bitte raus, reicht doch jetzt, Alter. Junge, wie viele Pokale sind da hinten, das sehe ich jetzt erst, ey. Oder mit 14, ey. Bei mir waren im Hintergrund diese Wodkaflaschen zu sehen. Ah, geil. Hä, hey, dieser Julian Berg hatte meine Handverletzung und der hat immer noch ein paar Stellen, ja, das ist die Story, wie bei mir sie sein wird. Ich hatte auch meine Hand gebrochen und in 2-3 Jahren siehst du mich ganz oben. Er hat immer noch Stellen, die taub sind. Würde ich auch sagen. Gute Story, Großer. Okay. Du freust dich schon auf den Host von anders. Was glaubt ihr, warum er gerade nicht spielt, Leute? Nee, der nicht. Hat er dich schon mal gehostet? Ja, schon oft. Das ist natürlich nice und so, aber sprechen halt alle kein Dings, ne, kein Deutsch. Und oder musst du Englisch reden, musst du Dänisch reden. Huter, hieter, foter, hieter, oder. Die sind doch alle nur da, um ein anderes Auge zu machen. Juckt gar nicht, wie so ein Kurde steht. Ich schon mal weg, als ich bis 13 kann. Hello, hello guys, please drop a follow. Thanks, Anders, for the host. GG, man. GG, Anders. Wow, 6-0. 30 Bomb again. GG. Oder wieso geht der Gegner nicht raus? Wollen die alle 10-0 werden? Ich glaube, denen gefällt das, Alter. Er führt 6-0. Jetzt mal ohne Witz, jedes Mal, wenn ich gar nicht. Er schießt jedes Spiel 40 Tore. Anstatt, dass die Gegner rausgehen, Digga, die wollen einfach gebumst werden. Sein Gegner hat Ronaldo, Mbappé, Garincha, Renato Sanchez in Form. Das kann ja, der wird schon nicht so krass schlecht sein. So. Steht da irgendwo die Statistik, wie viel der so steht? Torverhältnis und so? Ich glaube, die haben nicht mal mitgezählt. Meint nicht jemand, der 3 Gegentore oder 8 Gegentore kassiert bisher? Ja, safe. Nein. Safe, man. Ich sehe nur Übersteiger-Ballrolle, Übersteiger-Ballrolle. Ich bin mal auf den Patch gespannt, Alter, ob das dann immer noch so easy geht. Die ganze Zeit, das ist alles so clean bei dem. Das sieht so flüssig aus einfach. Der spielt halt so schnell nach vorne und verliert gar keinen Ball im Mittelfeld oder so. Ne? Das ist krass. Er spielt wirklich krass schnell nach vorne, aber verliert einfach keine Bälle. Das ist echt krass. Das ist. Komm, dieser Übersteiger mit Mbappé, dieser Übersteiger mit R9. Freunde, unterbewusst nehmen wir das gar nicht wahr, aber er hat sich dadurch. Guck mal, mit Virat 90 schießen bei dem. Was ist das? Er hat dadurch so viel Platz gemacht. Das sind so Kleinigkeiten. Carincia. Bei dem sind noch 70 Spieler vorne, ne? Spielt vor. Immer anders. Ein trockenes 7-1 zur Halbzeit. Boah, 7 Schüsse, 7 Tore, mach das mal. Sein Ronaldo hat in 28 Spielen 89 Tore, natürlich. Wir stehen 25-1. Wir haben verloren, ja, gegen einen nicht guten Gegner. Weil am Anfang habe ich mich nicht so konzentriert. Bei mir genau dasselbe, ne? Dann verlierst du 2-0, dann konzentrierst du dich, dann kommst du nicht mehr zurück. Geht, Digga, er hat 3-0 geführt, ich mach 3-2 und dann habe ich kein Tor mehr geschafft, so am Ende. Aber die Tore waren unnötig, sehr ehrlich am Anfang.
Ja, meine Tore, meine Gegentore, ich konnte nicht mal was dafür bei zwei Stück. Diese Abwehr. Wie Eli? 25? Trotzdem stark wäre wieder. Boah, guck mal, was der da macht, Alter. Der Torwart liegt schon am Boden. Was ist er das? Macht La Coqueta und dann hat er abgebrochen. Hilfe. Das ist so gut, nein, das La Coqueta abbrechen. Ja, aber der hat das so mit Schussfinte abgebrochen, nicht dieses normale Abbrechen. Krank. Ich würde den Typen so gerne in diesen Online-Qualifiern sehen. Boah, der hätte da so rasiert. Das ist nicht so ein. Das geht schwer, die können nur Weekend League spielen, ne? Die sind richtig gut in der Weekend League, aber sind Pro Game Pro schlecht. Und dann gehst du noch den, da rasiert beides einfach komplett. Warum darf man dann erst ab 16 spielen, Alter? Das ist die dümmste Regel. Das macht gar keinen Sinn, ja. Das macht 0,0 Junge, Sinn. Junge, das Spiel ist ab 6 Jahren, Alter. Was soll die Scheiße? Wenn das Call of Duty wäre, okay, Alter, aber doch nicht. Wenn es bei Fortnite so wäre, Junge, ja, Fortnite ist doch noch schlimmer. Sidney, wenn du 16 bist, bist du schon washed, dann bist du schon Rentner. Ja. 60% der Spieler könnten nicht mitmachen, also die Besten oder so. Ja, Mann. Du spielst dafür eine Formation, 4-4-2, ne? Mhm. Guck mal. Rollet. Was ist denn mit diesem Nikolas noch? Rasiert der auch noch oder eher nicht so? Oh, Nikolas ist unnormal gut. Er hat 30 Gold mit 5-3-2. Und mit Schmutzteam war das. Okay. Hast du schon mal gegen ihn gespielt, Robert? Jetzt letzte Zeit? Letztes Jahr, erstes Event. Einer ist im Champion Channel, er heißt Wuseliger Dome und sein Verein heißt FC Verwuselt. Ich glaube, der kennt mich. Ich glaube, der kennt mich, ja. Tim Grünewald, Dankeschön für deinen Sub. Für 3 Euro. Guck mal hier, Chat. Wuseliger Dome. FC verwuselt. Hat aber in die 1 gechoked. Ja, das ist einfach gestört. Wegen Chemie. Er kommt wirklich durch die Augen, ne? Er kommt die ganze Zeit durch die Mitte. Spielt halt gerne Doppelpässe mit seinen Dings und verliert irgendwie keinen Ball. Ich verstehe das nicht. Digga, guck mal, was der für einen Druck macht, Alter. Digga, guck mal einfach auf seinen Torwart. Was macht der da? Hast du den Torwart gesehen? Der Schussfinte? Wie krank, das sah so heftig aus. Der Torwart hat richtig hops genommen. Alter. Habt ihr das gesehen, Leute, Mann? Der macht, was der will, Mann. Das ist. Digga, wenn der konstant so gut bleibt, geil. Das wird eine Maschine werden. Ich sag's euch, Digga, in 2 Jahren, wenn der weiter so rasiert, jedes FIFA, Digga, ciao. Nee. Luso Viking. Schon sagen, Digga. Macht zweistellig. Der macht gleich noch 10 Einzel. Der mobbt die Gegner. Der hat gleich sein 30. Spiel. Es ist eigentlich die letzte Weekend League in dem Monat. Danke, Kokore. Ja, Eli. Wirklich? Oder es ist der 30.11. Ey, stimmt. Vielleicht place ich und bin eingetragen wieder. 27k zu schauen. Na, Hype ist vorbei, Leute. Letzte Woche waren es doppelt so viel. Boah. Junge, fast noch 10-1, ne? Ja, wann ist man denn immer eingetragen? Was steht denn da immer? Ja, Eren, kann ich gerne machen, Donnerstag seine Rewards öffnen, Bro. 5000. Ich bin random. Kannst auch gefühlt im Monat, also am Anfang des Monats, Freitag ganz früh deine Games machen, 20-10 stehen, dann bist du eingetragen. Hä? Ja. Die werden noch Erster bleiben, wenn die haben alle ihre Spiele. Die haben 2512 Skillpunkte. Digga. Ich glaube sogar, das ist das meiste, ne? Ich glaube, wie viel? 2512. Nee, das ist das meiste, glaube ich. Ich glaube, Anders hat einmal 2502 oder so. Aber ich glaube, das ist auch das meiste. Die waren. Ey, snipe den jetzt, Eli. Komm. Und dann Fünferkette Bunker. Gucken, ob er Erster ist von 29ern. Aber ich will das Spiel eigentlich sehen, Mann. Nee, der ist niemals Erster. Der hat keinen guten Skill gehört. Doch. Nicht? Der hat doch Freitag gar nicht gezockt, oder? Ja, der kann keinen guten Skillwert haben. Für die Woche kann der keinen guten Skillwert haben. Der wurde letztes Mal 112 da. Sidney denkt, weil er richtig gut ist, hat er auch einen guten Skillwert. Wegen Tore. Guck mal, er ist jetzt nicht mehr. Hier, 29-1. Erst du hast noch diese Gerüchte von FIFA 17. Boah, was ein Team, Digga. Also auch, aber es spielt George Best? Maldini spielt der, Alter. Das Team auf einmal, er hat so einen. Ist der Beste. Cora, ich war aber nicht in der Top 100. Ich spiele einfach Maldini, Leute, ey. Oder meinst du, wenn ich Freitag kurz mal 12:00 stehe um 8 Uhr morgens, dann bin ich eingetragen, okay, oder was? So, letztes Spiel ist das jetzt. 290 da bin. Mal gucken, wer jetzt 30. Gegner wird, Alter. Julian Berg, 30er, GG's. Was ist das denn für ein Gegner, Digga? Marco Overmars Baby. Der wird den jetzt, Alter. Zweistellig, sag ich. Digga,
Er spielt das letzte Spiel, das ist so krass random. Julian Berg, 30er Bomb, Digga. GG, Julian. Guck mal, er jubelt schon. Habt ihr gesehen? Was hat Morgan Tempo? Habt ihr gerade gesehen? Er hat in die Kamera geguckt und hat gejubelt. Ja, Digga, er spielt gegen Chris Morgan. Was hat der? Was hat Chris Morgan Tempo? Ach du Scheiße, Digga. Ja, das war schon, Leute, 30-0. Das Einzige, was den aufhalten kann, ist ein Disconnect. Ja. Aber ich glaube, seine Karte ist gut. Also ich gebe dem Gegner 5 Minuten, Chat. 5 Minuten, dann ist er raus. Ja, voll stabile Karte, der wird jetzt anders rasieren. 74 gesamt. Jungs, der Werner im Sturm, boah, der Tresus, oh mein Gott. Der hat Marc Overmars, Junge. Das ist doch eh die Geller und Sydney Legende, oder nicht? Alter. Aber nicht der Baby. Der Baby ist Katastrophe. Hör doch auf, ey. Anders wird quitten bei 4-1. Ja. Wow, Overmars. Overmars. Was ist denn hier los? Mach es. Hey, Sydney, was soll das? Sydney, der heimliche Augenleger. Jetzt kommt die Wahrheit aus ihm raus. Braucht 2 Tore und ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich wenn der Edigaller Classic macht. Er wird den Edigaller Classic, Freunde. Dagegen hätte ich nicht eigentlich. Anders wird den Edigaller Classic machen. Wenn wir ehrlich sind, hat Umut auch nichts dagegen. Was? Abseits? Hey, ref, hey! Ja. Ah, da ist es jetzt safe. Oh, ja, das war's. Anders! Cool. Komm, ja, jubelt. Provozieren wir das, ne? Ja, Mann, er ist mies provokant. Hat er das nicht bei dem einen Cup auch letztens gemacht? Wie lange macht er das? Hä? Ich bin noch anders, vor Anders fertig geworden, ich kann ihn Haus nicht mitnehmen, ich haus schnell jemanden hier weg. Guck mal, sein Ronaldo läuft doch da schon. Ja, das war's. Ja. Schwach. Pope! Im 30. Game so ein Gegner. Also. Der kriegt wieder morgen so einen schönen 4-3-3-Post. Oh mein Gott, the next 30-0. Der Mann kriegt morgen wieder so 210-0. Undefeated. Still undefeated. With only 14 years. It's amazing. 2-0. Upside, hey. Nein, Mann. Einfach mal die Hand heben, was denn? Das wird das 6-0, ich hab's prognostiziert. Junge, was guckt der mal so in die Kamera und jubelt? Das provoziert mich voll. Ich dachte, Sydney, dich lässt nichts aus der Ruhe bringen. Komm, wir haben mit dem Kopf nickt. Der fühlt gerade den Beat, hör mal, der hat gerade Musik. Copyright-Musik. Der Mann ist richtig toxic. Ja, aber den sieht das so, als ob da alles direkt reagiert. Der ist, glaube ich, direkt mit den Servern connected. Ja, ich bin eine EA-Version. Timo Werner, was denn? Der zockt. Timo Werner, was denn? Oh mein Gott. Timo Werner, was denn? Also ich bin schon mal raus mit meinem 6-0, schade. Was hab ich denn gesagt? 11-1 oder so, ne? 11-0? Mhm. 11-1, glaube ich. Lüg nicht. Ne, 11-1 hat er gesagt. 6-2. Ja, das sieht so flüssig aus, wie die sich bewegen. Guck mal, wie der den wieder abgezogen hat, Alter. Puh, guck mal. Kann der nicht diese ganzen Übersteiger so schnell machen, ne? Schlechter mit Wes Morgan. Aber ja. Er ist einfach gestört, der Typ ist einfach Weltklasse. Guck dir das an, Digga, Alter. Was macht Rullet da vorne? Was macht er für einen Run? Junge, wer rastet denn da so aus bei seinem Discord, ey? Boah, den mal gegen Tex sehen, das wäre geil, Alter. Aber jeder auf seiner Konsole, okay, Freunde, wir gehen wieder zu mir. Buh. Einziger, was soll ich dir erzählen? Der Gegner geht raus, glaube ich, ne? Macht der Crit. Wie steht's? 4-1. Also Chat, das ist schon echt krank, Digga, mit 14 Jahren. Überleg mal, der Junge ist 14 Jahre. Ich würde es dem echt gönnen, wenn er bei der WM und so mitmachen könnte, aber das geht halt alles nicht. Ne? Das geht erst, wenn er 16 ist. Soll man sagen, Leute? Was soll man sagen? 16 Jahre muss er sein. Und das wird dann noch dauern. Wer weiß, vielleicht ist der nächstes Jahr nicht mehr so gut. Vielleicht hat er dieses Jahr seinen Hype, aber dadurch macht er auch viele Follower, ne? Das ist ja auch wichtig, Follower zu generieren, neue Community aufzubauen. Das war echt eine scheiß Niederlage, oder? Ja. So ein 2-0 zur Halbzeit hätte ja auch schon gereicht, aber dennoch so ein Bullshit. Ich irgendwann mal ein Kind bekomme, direkt, sobald es aus der Schade. Dings rauskommt, ne? Sofort. So, Kind kommt raus. Hier. Und dann. Ja, Gegner ist raus. So, jetzt wischen. Du mich Titel verbieten, den Titel musste der Rante dahin. GG, rück schnell weiter. GG, Alter. Oh mein Gott, das ist genau 100. Der klatscht. Und guckt in die Cam, Mann. Was macht der da für Geräusche? So cringe. Was macht der da?
Gift-Sub. Hä, glaubt ihr, hat viele Subs? Es gibt ja der Sub zu Fatih Ustun. Ach, geil. Krank, Digga. Wie habt ihr gefinished? Ja, GG, Alter. Nee. GG. Einfach mal mit 14 Jahren 210 zu 0 stehen. Macht das mal erstmal nach, Alter. Gestört. Mit 14 Jahren, was haben wir mit 14 Jahren gemacht, Leute? Was ganz anderes. Ne? So, ich würde sagen, wir zocken weiter die Weekend League.